Und in der Zwischenzeit können Sie ein bisschen nachdenken. Aber reden Sie mit niemandem darüber. Auch nicht mit der Presse. Auch nicht, wenn man Ihnen Geld anbietet. Auch nicht, wenn es viel ist. Harry Tischler steht besser da als du und ich zusammen. Ja, ist aber tot. Und hat keine Pensionsberechtigung. Was haben Sie denn hier? Ah, Schwert. Wozu hat man sowas? Schick. Ja, habe ich mir gedacht. Bei Ihnen hatte ich übrigens keine Angst. Falls Sie noch was wollen von mir, immer nach telefonischer Vereinbarung. Ich auch eine. Danke. Machen Sie nicht so viel Wind. Erklären Sie uns lieber, wie es kommt, dass Sie jedes Mal mitmischen, wenn es im Fall Branding-Tischler irgendwas Neues gibt. Wenn Sie Polizei und Öffentlichkeit hinter das Licht führen, dann ist das ein Strafbestand. Das steht auch im Pressegesetz. Man kann mit der Pressefreiheit so oder so umgehen. Wie Sie damit umgehen, gefällt uns nicht besonders. Das nächste Mal sprechen wir uns auf dem Präsidium, ganz offiziell, mit Vorladung. Es geht um Harald Branding. Das freut mich. Haben Sie da Informationen für mich? Informationen habe ich leider keine für Sie. Also, ob Sie es glauben oder nicht, aber ich habe noch nie einen Fall gehabt, wo mich so viele Leute dringend sprechen wollten und dann hatten sie mir nichts zu sagen. Ganz ruhig, Brocki. Nicht bewegen. Krankenwagen kommt gleich. Ja, ja, ist schon klar. Da hast du nur einmal einen Schlips um. Nein, ich verstehe eigentlich gar nicht. Warum hat Dagmar dieses Foto gemacht? Mit Ihnen und der Kleinen. Es gibt noch mehr Fotos. Kommen Sie doch rein. Es gibt Fotos, Sie im Garten mit ihr. Sie. Das Holz arbeitet. Nimm dir ein Beispiel. Gründel, den habe ich fast vergessen. Das ist bei Alzheimer so. Man rasiert jeden Morgen ein anderes Gesicht. Aber man macht sich nicht lustig über Alzheimer, das rächt sich später. Mit Gummi 300, ohne 600. Also, du denkst an Geschlechtsverkehr. Das dauert so lange, das kann ich gar nicht bezahlen. Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Ist aber nichts Schlimmes, wir sind nur von der Mordkommission. Wenn zum Beispiel der Vater meiner Mutter, ja, meinen Vater erschossen hätte, dann sähe ich jetzt gar nicht hier. Nee. Nur nicht auszudenken. Da siehst du mal, was einem in der Ehe alles passieren kann. Da verzichte ich doch auf geregeltes Essen. Brauchst du nicht. Da hinten ist das Landhaus Bott. Da gibt's eine Bratwurst mit Sauerkraut 1A. Und weißt du was? Du bist eingeladen. Toll. Hast du Geld? Das leiste mir bis morgen. Bis morgen. Morgen, übermorgen. 15. ist der erste. Komm, wir gehen hoch. Das schlägt mir bis zum heutigen Tag auf den Magen, wenn ich die mit ihrer Plastikkiste ankommen sehe. Das ist ein ganz teures Zeug, weißt du das? Das habe ich meiner Freundin von mir geschenkt, ich Depp. Kann ich heute Nacht mal dein Bett benutzen? Du bist doch nicht da. Wenn du es frisch beziehst, ja. Frisch beziehst? Brocki, ich ekel mich da nicht vor dir. Aber ich mich vor dir. In der Klinik? Ja, in der Klinik. Was hat er denn? Keine Ahnung, eine Generaldurchsicht, glaube ich. Er sagt, er wäre in den Wechseljahren. Höchste Zeit, dass wir mal eine Sekretärin kriegen hier. Guten Tag. Tag. Ich möchte hier einen Verrückten abholen, der heißt Brockmöller. Sie holen jetzt überhaupt niemanden ab. Moment, es handelt sich um einen Kollegen von mir. Und wenn es um Kollegen geht, kann ich sehr unsensibel werden. Guten Abend, der Herr. Ist nett. Die muss nur mal auf die Toilette. Die hatte meinen Pyjama an. Ja und? Soll sie einen Pelzmantel anziehen, bloß weil sie mal pinkeln muss? Du denkst wohl, ich bin total impotent, was? Bloß weil ich in 20 Tatorten noch nie eine Frau hatte, was? Still, alter Schwede, sag mal, du warst doch mal ganz schwarz. Wieso hast du dich blond färben lassen? Ja, seit du die Tonsur trägst, ne, hab ich das gemacht, ne? Sind Sie von der Sofortfinanz? Nee, ich bin von der Sofortpolizei. Naja, morgen gehen wir wieder schön auf Streife. Wenn du dein Bier getrunken hast, geh ich schlafen. Oh, schade. Wenn ich mein Bier getrunken habe, dann trinke ich noch ein Bier. Ich glaube, auf Friedhöfen raucht man nicht. Gar nicht so streng. Wenn ich mal hier liege, dann darfst du ein Indianerfeuer anmachen. Rauchzeichen geben. Hauptsache, du denkst an mich. Wir suchen nur unsere Erinnerungen. Da brauche ich gar nicht zu suchen. Wenn du vor mir stehst, stehen alle meine Erinnerungen vor mir. Die wollen uns fertig machen hier. Ich will sofort meinen Rechtsanwalt sprechen, habe ich gesagt. Aber wie, das hat er nicht gesagt. Und habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, dass er vielleicht, jemanden erpressen wollte. Erpressen wen denn?
den Namen weiß ich nicht, aber Max Zeller hat uns mal erzählt, dass er Material gegen einen Kerl gesammelt hat, der krumme Geschäfte macht, der Geld verleiht an die Leute und die Leute dann hinterher fertig macht. Und dieser Kerl hätte auch seine Wohnung in Brand gesteckt und mit dem gesamten Material. Was denn für Material? Was soll denn das heißen? Bruno hat vom Material geredet. Vielleicht hat Bruno den Kerl gekannt und versucht, Zaster aus ihm herauszupressen. Und darum muss er dran glauben. Und vielleicht hat dieser Kerl auch Max Zeller umgebracht. Das wäre doch möglich, wäre das. Wir sind hier in einem Café, sorgenfrei. Mensch, das heißt so. Du sollst den Freund von der Tina Beck beschatten, den Gerstenberg. Aber das erzählen wir dir alles, wenn du hier bist. Er soll nicht so viel quatschen, er soll den Hintern heben. Nein, hier ist nichts in der Leitung. Das ist nur Paul. Also los, beeil dich. Gibt's ein Brötchen? Das ist ein Tatort und nicht das große Fressen. Es stinkt. Es stinkt nicht. Es hat 3 Mark gekostet, das Stück. Lass das mal den Papa machen. Diese Schweinebauchstulle ist ja auch nicht schlecht. Dann häng dich mal gleich an den Komponisten dran. Jetzt, sofort. Ich muss irgendwann mal pennen. Pennen kannst du, wenn du so alt bist wie wir, ne? Rocky? Wenn du heute den Techno-Schrott hörst. Techno lasse ich nur bei meinem Zahnarzt spielen, damit ich den Bohrer nicht höre. Der Max! Ach, der Max, der konnte alles. Der sieht doch aus wie Bill Ramsey. Der spricht so. Wollt ihr mir hier was vorfressen, oder was? Du kommst nur auf die fiesesten Ideen, Mann. Du weißt doch, was wir von dir wollen. Erzähl uns, wozu Herr Gerstenberg dich engagiert hat und du kriegst freiwillig von mir die Hälfte dieses Würstchens. Wie ist denn das Kotelett, Kollege? Sehr gut. Aber der Kartoffelsalat ist besser. Ja, den hätte ich auch lieber nehmen sollen. Wobei, das Würstchen ist nicht schlecht, aber die Fritten sind nicht so hundertprozentig frittig, verstehst du? Wieder eine Aufführung. Ja, Herr Markowski. Aber wir sind auch nicht zum Spaß hier. Wir müssen Mörder fangen. Und wenn wir die nicht fangen, dann stehen wir morgen wieder als dumme Polizisten in der Blödzeitung.